So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist jetzt 23.20 Uhr. Die Märkte haben geschlossen. Hier kurz, bevor ich es hier vergesse, natürlich der Risikohinweis. Die Videos und die Analysen stellen keine Anlageberatung dar. Kommen wir direkt mal kurz, ja, wie es jetzt heute halt im Prinzip abgelaufen ist im DAX. Gestern Abend noch um 22.04 Uhr eben den Rückblick und den Ausblick, und dort in diesem Ausblick war dann dieses DAX-Setup eben vorgestellt worden, ohne eben zu wissen, wie und wo und welches Gap dort dann stattfinden wird. Das Einzige war klar, deswegen auch hier aus der Pfeile, die Nachbörse stand bei 9.700 Punkten rund. Deswegen eben auch erst der Pfeil hier und natürlich nicht hier unten. Wie im Tagesverlauf dann beschrieben, gab es hier, wenn man es hier im Stunden- oder auch im 30-Minuten-Chart anschaut, gab es hier direkt ein Anlaufen an diese Marke. Dort ist er dann leicht abgeprallt. Und hier hieß es dann, wenn man es hier vergleicht, ja, schon um 11 Uhr, das ist entweder ein Move auf 9.056 und dann 9.951 denkbar sind, bevor dann die Luft ausgeht, den Bullen. Dann hier ein weiteres Hoch war dann drin und das weitere Hoch kam dann tatsächlich bei 9.999 Punkten, also eine Differenz von 8, 9 Punkten dann zustande. Und hier dann hieß, die kurzfristigen Long-Positionen sollten sehr eng abgesichert werden. Wenn man das dann wieder in eine noch engeren Zeiteinheit sieht, wäre wirklich hier ein Verkauf dann, wenn man hier die Trendlinie ziehen würde, ja, ein Verkauf dann bei rund 9.070 Punkten möglich gewesen. Also hier hat es definitiv alles, die Aussagen, wie die Faust aufs Auge gepasst. Einen weiteren Verlauf gibt es jetzt erstmal nicht im DAX. Dafür schauen wir noch die anderen Setups an. Bei Gold gibt es im Moment nichts Neues. Kursziel erreicht, dann auch die Korrektur Ende gesehen, dann den Rücklauf. Aber heute gab es kein neues Setup. Australische Dollar, neuseeländische Dollar liegt im Minus. Alles kann eben nicht klappen. Großbritannien, australische Dollar, da liegt man im Plus. Und sogar sehr deutlich. Also hier sind, ja, Gewinnmitnahmen möglich. Australische Dollar, kanadische Dollar, da würde der Stopp gewaltig angehoben. Würde nicht mehr groß passieren, wenn er jetzt hier erreicht wird. Das ist kein aktuelles Setup mehr. Das war ja hier direkt nach dem Erreichen, wurde das gestrichen. Also keine Ausführung mehr. Und das ist ja der Move hier von dem australischen, kanadischen Setup. Passt da auch das einzige, aber da läuft im Moment kein ganzes, in dem Sinne Setup, nur Szenario. Hält sich hier nochmal auf. Im Video vorher beschrieben, hier könnte es jetzt eben nach dem grauen Pfeil etwa laufen. Bislang hält, aber wie gesagt, die Marke auf Tagesbasis noch, die letzte Woche hier eingezeichnet worden ist, bis auf einen Ausverkaufstag, der Donnerstag, passt die Marke auch soweit. Der Dow Jones musste wieder einige Kursgewinne von heute vom Handelsstart wieder abgeben, allerdings auch nichts Besonderes, in dem Sinne Neues. Setup, hier ist Oberkante erreicht worden und daneben auch ein Abverkauf. Der Hang Seng, da hat der Stopp auf Schlusskursbasis gehalten. Heute jetzt auf Tageshoch geschlossen, 300 Punkte rund im Gewinn. Hypoport konnte jetzt auch zulegen, passt auch, da ist definitiv nichts. Oder da sollte niemand im Minus sein, egal wann er zugegriffen hat.
Und hier das Setup ist jetzt erstmal dann hinfällig, hat ein neues Hoch gemacht. Nichtsdestotrotz kannst du es dann trotzdem hier noch korrigieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Short-Szenario. Hier war ein Kauflimit unten platziert. Und hier Brent hat jetzt die 51-Euro-Mark erreicht. War das jetzt das Maximal-Erholungsziel für mich? Da werde ich morgen, vielleicht passiert auch schon in der Nacht wieder ein Verkaufssignal. Da werde ich jetzt im Stundenchart morgen schauen, ob da Schwäche auftaucht und dann nochmal versuchen, eine Short-Position aufzunehmen. Der Stopp ist relativ ja, klar definiert. Entweder in den unteren Zeitebenen gibt es Möglichkeiten an irgendwelchen Kerzenhochs oder man nimmt ja, eventuell die 52,50 als Stopp. Die BMW-Aktie, was soll man sagen, hier war auch ein Tief eingezeichnet und von dem Tiefen ein Hoch. Der graue Pfeil war nur dafür da, wenn es hier abprallt. Kursziel wäre sowieso erstmal hier nur gewesen, die Öffnung lag darüber. Also dürfte auch jeder, der hier irgendwie annähernd die BMW-Aktie gespielt hat, im Plus sein. Weil Short war ja hier noch nichts eingezeichnet, wenn er hier ein Gap-Up über diese Marke läuft. Das war's, danke fürs Zuhören und man hört sich dann morgen früh wieder.